Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein etwas anderes Video für euch, nämlich Dinge, die Bücherwürmer nicht sagen würden. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Wunderbar, ich habe zwar Zustand sehr gut ausgewählt, aber trotzdem sieht das Buch aus, als hätte es drei Weltuntergänge erlebt. Sieht einfach nochmal ein bisschen schöner aus dadurch. Klasse. Mein Gott, ich liebe diese Geschichten mit dem grauen Mäuschen und dem Millionär. Das ist immer eine andere Geschichte und endet auch immer anders. Ist auch generell einfach super realistisch, was da immer passiert. Unglaublich. Yep, der Film war wieder definitiv besser als das Buch, aber ist ja auch immer so. Wenn ich in einer Buchhandlung bin, reizt es mich überhaupt nicht, ein Buch zu kaufen. Ich gucke einfach viel lieber. Das reicht mir schon. Boah, ist gerade die spannendste Stelle in dem ganzen Buch. Ich höre jetzt hier auf und lese einfach morgen weiter. Ja. Also der Duft von neuen Büchern ist so unangenehm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das mögen. Nee. Supp. Noch nie gehört. Was soll das sein? Also ich kaufe nicht einfach so Bücher. Ich lese erstmal alle, die in meinem Regal stehen und dann gönne ich mir mal ein neues. Am allerliebsten lese ich einfach nur im Stehen. Mich jetzt hinlegen oder hinsetzen? Nein, danke. Also es triggert mich überhaupt nicht, wenn die Sprecherstimme vom Hörbuch nicht zum Charakter passt. Ich finde das total entspannt. Super, kann ich mich richtig auf die Geschichte einlassen. Ich lese viel lieber auf meinem E-Reader. Ein schönes Buch mit einem tollen Cover im Regal haben? Brauche ich nicht. Bücher sind eh voll out. Also lesen ist so langweilig. Ich glaube, ich schaue lieber eine Folge Frauentausch. Da kann man wenigstens was lernen. Schöne Buchcover beeinflussen mich beim Kauf meiner Bücher absolut nicht. Ich achte nur auf den Inhalt. Das Cover ist mir total egal. Spielt keine Rolle. Nein, mir macht das überhaupt nichts aus, dass ich 2 Jahre auf die Fortsetzung von einem Buch warten muss. Hat zwar mit einem Cliffhanger aufgehört, aber pff, muss doch nicht wissen, wie es weitergeht. Also manchmal muss man einfach geduldig sein. Ich finde es total schön, wenn man eine Buchreihe mit Taschenbüchern anfängt und dann einfach mit der gebundenen Ausgabe weitermacht. So ein bisschen Abwechslung hat noch nie jemandem geschadet. Ist doch schön. Yes! Mein Lieblingscharakter ist endlich gestorben. Jetzt habe ich richtig Lust, weiterzulesen. Cool. Ich habe noch nie für einen Buchcharakter geschwärmt. Never. Never. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zusehen. Falls euch noch verschiedene Dinge einfallen, verschiedene Sätze, die Bücherwürmer nicht sagen würden, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich nämlich gucken, ob ich nochmal einen Teil 2 drehe und eure Sachen mit dazu packe. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!